So, hallo Freunde, ich bin's wieder in Kargojak, wieder in einer anderen Villengegend, ein Villa mit 550 Quadratmeter Gartenfläche und 210 Quadratmeter Wohnfläche mit Pool, mit Gartenanteil, mit Palme und so weiter. Und auch Meerblick ist da vorhanden. Das ist mal eine Marmorplatte. Man hat auch hier grandiose Lösungen gefunden. Man hat einfach so ein Gestell gebaut und eine Lampe darunter installiert. Dann gehen wir mal in das Haus schon mal rein. Das ist Villengegend in Kargojak. Mückennetz immer vorhanden. Okay. Einige Sachen haben wir abgedeckt, weil die gerade nicht hier sind. Besonderheit des Hauses ist zum Beispiel offener Kamin. Ansonsten könnte man einiges hier umbauen, wenn man Lust dazu hat. Hier finde ich geniale Lösung. Also man braucht dann keine getrennte Tisch, sondern hier hat man eine Essecke gemacht. Das wäre Wohnbereich. Dann hat man hier eine Abstellkammer. Das heißt, externe Kühlschrank nochmal, Waschmaschine, Warmwasserspeicher und Regale für diverse Haushaltsgeräte, die man irgendwo nicht so oft braucht. Dann gehen wir in diese zweite Abteilung von hier rein. Und hier rechts von uns ist ein Schlafzimmer mit zwei einzelnen Betten, Schrank in diesen Platz eingearbeitet, eingebaut. Die Türen sind nicht richtig weiß, also die sind nicht vergilbt, sondern das ist deren Farbe. Dann haben wir gleich hier ein Badezimmer. Hier, das Badezimmer ist schön gefliest, wie ich finde. Und wir haben hier Duschkabine und Eckjacuzzi, Waschbecken, Unterschrank riesengroß, Spiegel riesengroß. Da war jetzt kein WC. Wir gehen weiter. Nächstes Schlafzimmer. Auch hier wurde Schrank eingearbeitet. Dann ein Doppelbett. Also ich sehe, ich muss ehrlich sein, hier muss man ein bisschen Geld in die Hand nehmen und einige Sachen ändern. Aber es kann anders aussehen, wenn man zum Beispiel die Möbel raushaut. Ich denke, dass da hier ein WC war. Dieser WC wurde umfunktioniert auf Stellplatz, Abstellplatz. Okay, hier. WC ist hier auch neu gefliest, bin jetzt positiv überrascht. Manche Stellen, was neu gemacht worden ist, schaut gleich schön aus und manche Stellen ist halt noch nicht renoviert. Hier ist ein bisschen anders als andere Villen. Hier muss man zweiten Stock von außen hochgehen. Deswegen gehen wir von außen hoch. Hier. Es ist wieder ein wunderschönes Wetter und je höher wir kommen, desto mehr sehen wir vom Meer. Okay. Das ist typisch Alanya-Style. Ich weiß nicht, ob diese Villen von einem Holländer entworfen worden ist. Schaut mal darüber, Freunde, zum Beispiel. Die Villen haben immer so einen runden Kreis, so wie Windmühlen in Holland. Aber alle Villen haben das hier, die ältere. Hier hat man eine riesen Terrasse. Und von hier hätte man auch Stadtblick. Und Freunde, ihr könnt davon ausgehen, dass hier in 5 bis 10 Jahren Villen entstehen werden, wo wir selber nicht glauben können. Wenn wir mal links ein bisschen rüber schwenken, geh nicht so weit vor, weil da Wind ist, geh bis der Windschatten. Ich muss nicht nur reden, aufpassen, sondern auch Kamerafrau lenken. Okay,
Da hat man auch ein Zimmer, wenn man Gäste bekommt, könnte man die hier einquartieren. Die hätten grandiose Möbelik. Man hat ihr auch eine Stahltür hingebaut, wie wenn das eine separate Wohnung wäre. Und hier hat man nochmal Waschbecken, WC, Duschkabine mit diversen Massagefunktionen. Und was hier gut wäre, ist Bodenheizung, da sehe ich. Freunde, hier könnte man sogar separat vermieten. Also es wäre ein Zimmer mit eben Sanitäranlage und so weiter. Riesenterrasse, man könnte vermieten. Also es ist ja so, dass hier eine Urlaubsregion ist. Ob das Tagesvermietungen oder Wochenvermietungen oder Monatsvermietungen oder langfristige Vermietungen hier immer möglich sind. Diese Villa mit 210 Quadratmeter Wohnfläche, 550 Quadratmeter Garten, Pool, alleinstehend, kostet 229.000 Euro. Bis nächstes Video, bis dann, Freunde.